Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Ausstellung im Seemuseum zeigen dürfen. Es ist eine Wechselausstellung, die hier bei uns zu Gast ist. Eine Ausstellung, die gemacht wurde von Focus Terra, also von der ETH Zürich aus, und die einen sehr wissenschaftlichen und dennoch auch verspielten Umgang mit dem Thema Rohstoffe aufzeigt. Das ist das, was die Ausstellung machen will. Sie will zu einem kritischen Nachdenken zum Thema Rohstoffe anregen, ohne dabei mit dem Zeigefinger zu wedeln. Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Teile. Also am Anfang geht es darum, wo entstehen Rohstoffe überhaupt, welche verschiedenen natürlichen Rohstoffe gibt es überhaupt, welche mineralischen Rohstoffe, muss man genauer sagen, weil darum geht es hier in der Ausstellung. Und dann wird auch darauf hingewiesen, wo werden sie abgebaut, mit welchen Methoden werden sie abgebaut. Und letztlich geht es dann auch darum, welche gesellschaftlichen Folgen bringt das mit sich, welche Verantwortung trägt man auch als Gesellschaft im Umgang mit diesem Rohstoffabbau. Es geht auch dahin zu fragen, ja, wie viele Rohstoffe brauchen wir überhaupt, wie werden Rohstoffe recycelt, wie kann man den Rohstoffverbrauch auch senken als einzelne Person. Und dann geht es natürlich auch darum, was macht man mit diesen Folgeschäden. Es geht bei der Auseinandersetzung für Schülerinnen und Schüler immer auch darum, den eigenen Rohstoffkonsum zu reflektieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, sich auch eine Meinung zu dem Thema zu bilden, weil mit unserer Mediennutzung, mit den Handys, die jeder und jede von uns hat, sind wir eigentlich immer täglich mit Rohstoffen konfrontiert. Und da ist es auch eine wichtige Aufgabe der Bildungsinstitutionen, dafür zu sorgen, dass man eben sich reflektieren kann und die Nutzung reflektieren kann. Ein Beispiel dafür ist der Workshop, den man zur Ausstellung dazu buchen kann, wo man erstmal ein Handy auseinanderreißt, um die einzelnen Bestandteile dann den einzelnen Rohstoffen zuzuordnen. Und das ist immer sehr spannend, wenn man dann plötzlich zu seinem Handy und zu extrem wichtigen Bestandteilen dieses Handys auch eine Gesteinsart im Kopf hat. Oder wenn man die verschiedenen Gesteinsarten mal aneinander kratzen konnte, um zu sehen, was ist eigentlich für welchen Verwendungszweck das richtige Material. Die Ausstellung ist insgesamt sehr interaktiv gestaltet. Das heißt, es gibt verschiedene Module, wo man sich betätigen kann. Man kann beispielsweise die Leitfähigkeit von verschiedenen Stoffen testen. Es gibt ein Spiel, wo man sich als Diamantenjäger auf die Suche nach Diamanten machen kann. Mein persönliches Lieblingsobjekt ist der sogenannte Seismotruck. Das ist ein Truck, der Wellen in den Boden aussendet. Und je nachdem, was zurückkommt, also quasi das Echo, lässt das Schlüsse darüber zu, wie der Boden beschaffen ist und ob da eventuell Rohstoffe zu finden sind.